So, jetzt aber. Jetzt haben wir natürlich die Taschenlampe nicht mehr. Jetzt müssen wir wieder wechseln. Ach, ist doch eine Last. So, da müssen wir einmal die Taschenlampe wieder ausrüsten. Da, hallo. Dann Taschenlampe nachladen. Und dann gehen wir einmal nochmal Sauerstoff tanken. Es wird doch bestimmt auch noch bessere, noch viel, viel bessere Atemgeräte geben, ne? Oder generell Anzüge, ne? Womit man wahrscheinlich auch hier die tiefsten Stellen aushalten kann. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist Scan. Krebsfragment haben wir noch nicht, glaube ich. 3 von 20. Holy shit. Oh Gott, wo geht's denn hier überall lang? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das so eine gute Idee? Ist das eine gute Idee, was ich hier mache? Das ist bestimmt keine gute Idee, ne? Alter. Na, komm schon. Oh, jetzt aber schnell. Komm, Mann, ich häng fest. 30 Sekunden. Ja, ich sehe nix. Ich will nicht schon wieder sterben. Nein, ich werde sterben. Ich werde sterben, ich weiß jetzt schon. Alter Schwede, diese scheiß Lampe. Von diesem scheiß Teil hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Zyklop-Wärmereaktor, nice. Oh, ein Bett. Bett erstmal scannen. Doppelbett, geil. Schön bequem. Hm. Warum denn nicht? Was ist das hier? Normalen Pflanztopf. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Und hier haben wir noch ein Regal, glaube ich. Ein Wandregal, natürlich. Der Taucher von heute braucht auch ein Wandregal. So, wo sind wir denn hingeflogen vorhin? Da, ne? In diese kleine, in den kleinen Schacht, ne? Ich mal gucken, wegen Sauerstoff, ne? Das mit dem Sauerstoff ist echt eklig. Eine bessere Sauerstoffflasche wäre noch nice. Können wir sowas eigentlich bauen? Eine verbesserte Sauerstoffflasche oder so? Kernstab, Energiezelle. Ja. Extreme Temperaturen, aber keine Dings. Tauchflaschen in hoher Kapazität, die haben wir. Ob es da noch eine bessere gibt? Wahrscheinlich, schätze ich mal. So, was haben wir sonst noch hier? Das Gewehr. 3 von 20 Sachen haben wir erst für den Krebs. Krebs. Ultraleitfähige Schwimmflossen. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität, auch schön. Krebswärmereaktor. Mhm. Zyklop-Schildgenerator, das ist ja auch nice. Okay. Ich will trotzdem einmal gucken gehen. Einfach, weil wir es können. Das Ding wird wahrscheinlich mega riesig sein. Wahrscheinlich werden wir hier, wenn wir Pech haben, abnippeln. So, ich kenne den Weg jetzt so einigermaßen. Na. Das haben wir auch noch nicht gescannt. Die Tür kriegen wir nicht offen. Die Tür kriegen wir auch nicht offen. Also haben wir hier eigentlich alles soweit. Wenn ich das richtig sehe. In den Spinnen ist, glaube ich, nichts drin, ne? Nee, okay. Dann sollten wir jetzt schnell raus hier. Ja, ich sehe nichts. Da lang. Da lang. Das Teil ist so unverzichtbar, ne? Muss man einfach sagen. Ja, ja. So. Dann lass mal gucken, ob wir hier sonst noch was finden, was wir brauchen könnten, vielleicht.
Dass wir die mitnehmen? Das brauchen wir ja anscheinend. Eine Wasserflasche, nice. Was ist das hier? Kernreaktorfragment brauchen wir nicht mehr. Hier sind noch mehr Kisten. Oh, Getränke. Ihre. Oh, noch mehr Getränke. Was war da zu scannen? Was ist das? Kernreaktorfragment haben wir. Wir haben den Kernreaktor. So, nochmal eben schnell Sauerstoff holen. So. Und dann gucken wir nochmal. Das ist nichts, ne? Das ist Tauchdockfragment, das haben wir schon. Okay. Und da ist noch mehr von diesem Gelee-Zeug. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Rubin wäre echt geil. Rubin wäre echt nice. Aber bisher habe ich auch noch keine weitere Stelle mit Rubin gesehen. Ich glaube auch noch nicht, dass das alles vom Schiff war, was wir da gesehen haben. Also von dem kaputten Schiff. Was da so rum existiert hier. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch einen anderen Eingang oder so. Den man aber, glaube ich, erstmal finden muss. Oder vielleicht ist das auch alles gewesen. Kann mich auch täuschen. Was ist das hier? Das ist Kernreaktorfragment. Das ist eine Kiste mit Wasser. Ihre. Bier wäre mal toll. So, das ist nichts. Das ist auch Kernreaktor. Haben wir eigentlich soweit alles? Haben wir eigentlich alles, was wir wollten? Da ist noch eine Kiste. Wir haben so viel Gesüppel jetzt, ne? Es ist unfassbar. Tauchdock. 30 Sekunden. Ja, ja. Bin schon auf dem Weg zurück. So, pass auf. Dann düsen wir mal weiter. Ja, hallo. Das ist sehr schön. Mach mal hier dunkel. Und dann lass mal hier in Ruhe weiter düsen. Ganz in Ruhe. Und ganz ruhig. Weiß halt nicht, was wir brauchen für den Tauschkörper, ne? Oder den Täuschkörper. Den Täuschungskörper. Gibt's kein Rubin, verdammt. Nicht mal annähernd oder so Rubin. War ja klar. Natürlich. Natürlich kommt er jetzt. Natürlich. Er kann nicht vorbeischwimmen. Er muss angreifen. Das ist so schwul. Entschuldigung, dass ich so sagen muss, aber das ist echt mega nervig. Weißt du, da will man mal ein bisschen gucken. Unglaublich. Also das finde ich schon extrem, extrem nervig. Auch diese Beißertierchen oder so, die jetzt hier das Schiff angreifen, irgendwie immer. Oder was aber das ist. Da kommt schon der nächste auf dem Radar. Und ich kann auch so tief wie möglich, der erwischt uns trotzdem. Der kommt jetzt gleich hin, ich weiß es genau. Kein Rubin hier. Fast 400 Meter tief. Noch keinen weiteren Rubin gesehen. Uff. Natürlich. Was auch sonst? Was soll auch sonst angreifen?
Was soll er sonst angreifen? Er kann auch uns nicht in Ruhe lassen, ne? Ist hier das Ende der Karte vielleicht? Kann das sein? Autsch. Das ist so unhandlich, dieses Teil. Das ist so unhandlich. Ich glaube, hier ist echt Ende der Map. Also könnte ich mir vorstellen. Bin mir aber nicht sicher, weil viel tiefer können wir jetzt auch nicht in den East. Und hier kommt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel, ne? Oder? Oder vielleicht doch? Weil 500 Meter ist ja Maximum, ne? Das ist schon Maximum jetzt hier fast. Es sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Warning. Maximum depth reached. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Also hier ist, glaube ich, gar nichts mehr. Groß. Hier wird, glaube ich, Ende der Karte sein. Ich weiß auch gar nicht, wo wir sind jetzt hier abgelegen. 1950 Meter. Wir müssen gleich nochmal das Schiff reparieren. Das würde ich jetzt mal eben machen. So, ist gerade ein bisschen dunkel, ich weiß. Hallo? Ich würde gern... hallo? Hier ist doch kaputt. Oder habe ich kein... Warte mal, ich habe wahrscheinlich kein Dings mehr drin, ne? Natürlich. Nein. Dann bitte einmal austauschen. Hä, wieso macht er das nicht? Wieso repariert er das nicht? Das ist ja merkwürdig. Oder ist es, weil es ihm zu tief ist oder zu dunkel oder keine Ahnung. 76 Energie haben wir noch, also es geht noch. So. Nee, aber da muss ich sagen, das finde ich nicht so schön. Das Angreifen der Tiere ist ein bisschen anstrengend, während man hier so lang düst. Ich würde ja schon gerne ein bisschen wieder was finden, irgendwie was wir noch mitnehmen könnten, was wir vielleicht noch gut gebrauchen können. Wie zum Beispiel unter anderem Rubin oder so. Aber ich glaube, wenn wir hier so langsam lang... Ja, ich weiß. I know. Und da kommt schon wieder irgendwas von links da. Natürlich. Was ist das für ein Geräusch? Dass das einfach hier unten ist. Hier sind ja auch noch Höhlen, ne? Was ist da wohl als... Oh, ist da Rubin? Oh, warte mal, dieses Gel, ne? Oder was da ist, das würde ich mal mitnehmen. Vielleicht können wir jetzt mal reparieren, ich schau mal.
erstmal würde ich jetzt einsammeln. Scheinbar hier sind. Quarz können wir auch mitnehmen. Inventar voll. Ernsthaft? Uff. Hä, ich kann es nicht reparieren. Warum? Warum kann ich mein Schiff nicht mehr reparieren? Hä? Ist es... Ich will es nicht sagen, aber ist es ein Bug oder ist es so gewollt? Ist aber merkwürdig. So, trinken wir mal. Nein! Warning. External hull damage detected. Und essen. So. Können wir da nochmal ein bisschen lang cruisen? Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr von diesem roten Zeug. Da, guck mal einen an. Ist das ein anderer Pilz hier eigentlich? Jo, tatsächlich. Tiefenpilz einsammeln. Was der wohl macht. Nehmen wir mal mit. Was wir haben, haben wir. So. Sonst hier noch irgendwas? Da ist noch überall Quarz. Da ist noch rotes Zeug. Aber Rubin hätte ich gerne noch. Blutranke. Ah, Blutöl einsammeln. Ah, da kann man auch einsammeln. Inventory full. Ja, bin unterwegs. Wow. Nimmt natürlich viel Inventarplatz weg, ne? Dieses Zeug, muss man ja sagen. Diese großen. Alter, unser Schiff gleich schon voll, oder was? Okay. Ob man das wohl erweitern kann? Zu späterer Stunde? So, das ist Gold. Spezielle Ausrüstung zum Abbauen. Haben wir die eigentlich mittlerweile? Nee, ne? Was bist du für schönes Dingen? Geisterkraut. Hört sich an, als könnte man das rauchen. Nehme ich mal zwei Samen mit. Können wir uns zu Hause anbauen. Mann, ich brauche Rubin. Rubin, Rubin. Hier ist alles rot, aber nicht das, was ich brauche. Und wieso kann ich mein Schiff nicht reparieren? Das ist merkwürdig. Ich kann mein Schiff nicht reparieren. Das ist irgendwie alles strange. Vorhin ging es noch, jetzt geht's nicht mehr. Naja. Autsch. Rig for silent running. Geräuschloser Antrieb, genau. Jetzt ist alles hier rot. Wie in einer Entwicklungskamera. Wie in einer Entwicklungskamera. Wie im Entwicklungsraum, wenn du Fotos entwickelst. Darkroom. Wenn ich einmal irgendwo Rubin... Wollte, hatte ich das nicht gesagt gehabt, dass ich irgendwie mal nachschauen wollte, wo man das vielleicht finden könnte? Habe ich vergessen. Habe ich nicht gemacht. Es tut mir leid. Entschuldigung. Wollte mich eigentlich informiert haben, ob man vielleicht irgendwo schauen könnte. Ob man das irgendwo findet. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es vergessen. Da, ich habe es gefunden. Ehre. Ich habe Rubin gefunden. Zumindest einen. Da ist Rubin. Nice. Geil. Ein. Wow. Ist hier vielleicht noch mehr? Was war hier mit Scannen? Hier war gerade irgendwas mit Scannen, habe ich zumindest gesehen. Gut. So, warte. Haben wir wieder Rubin gefunden. Das ist ja schon mal was.
Ich würde sagen, wir düsen mal Richtung Heimat. Ahead standard. Halbe Fahrt voraus, genau. Ich schau noch mal, ob ich noch mal trotzdem irgendwo Rubin sehe, an der Wand irgendwo. External hull damage detected. Ja. Also hier in dieser Pilzregion gibt's auf jeden Fall Rubin. Zumindest einer war da gewesen. Gut. So. Ja, düse ich mal nach Hause. Das wird noch ein bisschen dauern. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns zu Hause wieder. Und dann schaltet ihr auch wieder ein, wenn es wieder heißt Subnautica. Und dann würde ich mich auf euch freuen. Also, ja, macht's gut. Tschüss.